beim Thema Bildung auf das Thema Islam noch eingehen und auf diese Rolle des Islam und die Gefährdung Salafisten. Also auf Unbegleitete würde jetzt das Thema nicht allein fokussieren, weil das ist eine besondere Herausforderung, sondern wir haben den höchsten Anteil an jungen Menschen, die im schulpflichtigen Alter sind, in allen Ländern, unter allen Ländern. Wir haben in Bayern ungefähr 40%, da haben ein Element darin begründet, dass die Berufsschulpflicht in Bayern nicht mit 18 endet, sondern bis 21. Trotzdem, die Freie Hansestadt Hamburg zum Beispiel hat 17%, die meisten im Schnitt 20-25%. Dass bei der jetzigen Struktur der uns bereichenden der Anteil der Muslimen höher ist als vielleicht noch vor Jahresfrist, ist auch klar. Die Frage der langfristigen Beschulung hat dann ihre Bedeutung, wenn die Aufenthaltsform in Gemeinschaftsunterkünften oder Einzelunterkünften in der vorläufigen, in Anführungszeichen, Heimat bis zum Entscheid über die Anträge dann erreicht ist. Und da wird in diesem Zusammenhang natürlich auch dann mit der Wahrnehmung der Schulpflicht auch dieses Thema Wahrnehmung des Angebots für möglicherweise auch den Islamunterricht zu beantworten sein. Wir bereiten uns im Kultusministerium sowohl auf die zweite, dritte Welle der Versorgung vor. Als erstes die Erstaufnahme, die Registrierung, die Verbringung und dann wird die mit dem Erreichen der Schulpflicht, die in Bayern nach 3 Aufenthaltsmonaten eintritt, wird auch das zu beantworten sein, was nichts mit der Begegnung, einer früheren Begegnung mit Sprache zu tun hat. Wir sind uns dessen bewusst und deswegen ist ja auch vorgesehen, dass als Teil des Integrationspakets hier doch mit einer namhaften Begründung diese Möglichkeit durch eine deutliche Erhöhung der Schulstandorte auch dann anzugehen. Wir werden natürlich auch einen Blick haben, wo ist die Situation, mit welcher Kopfzahl vielleicht möglicherweise durch die dann erreichten Wohnsitze, wenn man so will, hier besonders geeignet. Sehe ich noch eine Frage, bitte? Das Ganze haben Michael Eher, mein Name von Antenne Bayern. Ich habe vielleicht eine Frage an den Herrn Dr. Körner oder an Frau Müller. Und zwar bezieht sich das ja jetzt nicht nur auf Prävention und also die Sensibilisierung der Mitmenschen, sondern eben auch auf die Deradikalisierung. Aber um die Deradikalisierung durchführen zu können, muss man ja irgendwie in die Szene eingreifen können, eintreten können. Gibt es da konkrete Pläne, wie das klappen soll? Also das war das Gerede von Imamen, die man einsetzt. Gibt es da andere Möglichkeiten, in die Szene zu kommen? Ja, also ich denke, wir müssen sehr darauf achten, dass wir sicherheitsbehördliches Tätigwerden und präventives Tätigwerden voneinander trennt. Sonst schafft es nur Verunsicherung in den muslimischen Gemeinden und führt dazu, dass die Zusammenarbeit mit den muslimischen Gemeinden eher gefährdet wird. Genau deswegen sind auch sowohl bei den Deradikalisierungsmaßnahmen wie bei den Präventionsmaßnahmen zivilgesellschaftliche Player dazwischen geschaltet, die die Möglichkeit haben, auf die Moscheen zuzugehen, auch vielleicht auf gefährdete Personenkreise zuzugehen, ohne dass, das sage ich jetzt mal, dies unter dem Vorzeichen einer Sicherheitsbehörde passiert. Genau, aber vielleicht noch ergänzend. Wir haben aus dem Grund auch UFUG genommen als Träger, als Verein, weil die eine langjährige Erfahrung haben in der pädagogischen, ich sag mal, primär präventiven Arbeit. Und die arbeiten zusammen in Augsburg, weil dort ganz besonders Augsburg, wir haben die Erfahrung, dass umfassende Zusammenarbeit gibt mit muslimischen Akteuren auf der kommunalen Ebene. Und da kommen die besser an die Leute ran. Und in Augsburg ist es auch so, dass dort ein kriminalpräventiver Rat ist in Augsburg, wo man ebenfalls mit dem Klientel enger zusammenarbeiten kann. Mir geht es auch darum, dass man besser vernetzt ist und Augsburg hat zum Beispiel auch, ist Partner eines EU-Projektes. Auch da hat man die bessere Vernetzung EU-weit, damit man da auch zusammenarbeiten kann. Und ich bin froh, dass wir UFUG genommen haben als Partner, weil die ganz einfach eine andere Erfahrung haben und weil nicht gleich der Staat dahinter steht und weil es eine Organisation ist, die mit allen Multiplikatoren in Verbindung steht. Genau, und jetzt, sind ja die präventiven Maßnahmen und jetzt in einer Szene haben sich gewisse Anzahl an Bürgern radikalisiert, die dann deradikalisiert werden müssen. Wie kommt man an die ran? Wie geht sowas? Man kann ja da nicht einfach an eine Mail schicken, die dann Hallo sagt und dann scannen sie rein. Wir wollen ja gerne vorher schon ansetzen.
wenn junge Leute zum Beispiel Ängste und Befürchtungen haben und ihnen etwas komisch vorkommt, dann brauchen die eine Beratungsstelle und brauchen jemanden, der eine Antwort geben kann. Und darum wollen wir auch die Lehrer ausbilden und die Multiplikatoren ausbilden, weil das ein absoluter Ansatzpunkt ist. Dazu zähle ich übrigens auch den Jugendring, die ebenfalls damit im Boot sein müssen. Wenn ich das an der Stelle nur kurz aus unserer Sicht ergänzen kann. Der Innenminister hat ja in seinem Statement schon deutlich gemacht, dass es schwierig ist, an die wirklich Radikalisierten dranzukommen. Der einzige Bereich, wo sich ein Radikalisierter der staatlichen Einflussnahme nicht entziehen kann, der unmittelbaren, ist dann gegeben, wenn er im Strafvollzug ist. Und das muss gar nicht wegen einer terroristischen Straftat sein, sondern oftmals sind diese Salafisten, die radikalisiert sind, auch wegen anderer Straftaten inhaftiert. Wenn dann der Justizvollzug erkennt, dass hier eine Gefährdungssituation da ist, wenn ein Gefährder dort ist, dann hat er die Möglichkeit, auch auf diesen Mann, auf diese Frau einzuwirken durch verschiedenste Behandlungsmaßnahmen. Uns ist dabei vollkommen klar, dass, das sagen die Experten alle, dass es sehr schwierig ist, einen wirklich überzeugten Extremisten zu deradikalisieren. Trotzdem ist jede Anstrengung da die Anstrengung wert. Und gerade im Justizvollzug haben wir dann die Möglichkeit, eben auch auf so jemanden einzuwirken. Deshalb bin ich auch so froh, dass wir im Rahmen dieses Netzwerkes dann da zusätzlich auch weitere Vernetzung, weiteres Fachwissen dazu bekommen und dass wir jetzt eine zentrale Stelle haben, die dann in diesem Sonderbereich, wo man wirklich mal einen unmittelbaren Zugriff hat, auf die Leute auch agieren können. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Doch, bitte schön. Dass das eben ein Religionsunterricht ist, nicht eigentlich die Würde sein Empfangen, dass man nicht mit der Religionsgemeinschaft Inhalte abgeben muss. Das ist kein Trick, das ist die klare Erkenntnis, dass es bisher kein tragfähiges Modell gibt, den Islam in der gängigen Form, der es sich eben entwickelt hat. Das Staatskirchenrecht ist eine sehr bröde Materie, ist aber dann eben einschlägig, letztlich so weit zu bringen, dass die Bedingungen erfüllt sind. Deswegen ist es ein Gebot der Klugheit gewesen, dass man sagt, wir wollen den Unterrichtsgegenstand Islam in den bayerischen Schulen ermöglichen. Und das ist eben die Definition als Islamkunde, wenn ich so sagen darf. Damit die Hürden nicht weg, dass man es doch auch nicht nur ein Modellprojekt sein lassen kann, sondern es einfach ist. Ja, natürlich, ich sage, mein Ziel ist es, dieses Angebot zum Regelangebot zu machen. Klar, habe ich gesagt. Genau, aber dann wäre die Hürde ja genommen, dass man sich der Jugendgemeinschaft abstimmen muss. Also man könnte es ja eigentlich. Als Regelfach kann man es tun, aber deswegen ist der Wunsch der islamischen Verbände, Glaubensgemeinschaften, einen Religionsunterricht nach bundesrepublikanischen staatskirchenrechtlichen Zuschnitt zu erreichen, ja weiterhin nachvollziehbar und verständlich. Das ist im Übrigen, wenn ich das nochmal hinzufügen darf, natürlich trotzdem innerhalb der muslimischen Gemeinden schon von Bedeutung, dass natürlich der Ursprung der Erarbeitung dieses Lehrplans, dass daran natürlich Vertreter der muslimischen Gemeinden, das kam ja gerade aus Erlangen heraus, beteiligt waren. Weil die Akzeptanz natürlich bei Weitem nicht so groß wäre, wenn sozusagen das mit dem Firmenschild verbunden wäre, dass das bei allem Respekt allein am Salvatorplatz erfunden worden wäre. Ja. Gut, selbstverständlich. Ja. Aber und insofern, das ist diese Twitter-Situation. Ja. Es ist rechtlich jetzt mal so, es ist kein Religionsunterricht im verfassungsrechtlichen Sinn. Aber es ist selbstverständlich mit Vertretern aus dem Islam heraus entwickelt worden, sonst würde es letztendlich bei vielen Eltern diese Kinder auch keine Akzeptanz finden und bei den islamischen Gemeinden insgesamt, wo, auch wenn die nicht zentral organisiert sind, aber einfach so in Bayern bei den allermeisten jedenfalls die Akzeptanz da ist, dass sie sagen, ja, das ist okay, was in diesem Lehrplan vermittelt wird. Das ist alles eine nicht ganz einfache Operation. Also ja, es ist eigentlich viel grundsätzlicher, das muss man mal sagen. Ich glaube, dass man sich einmal der Mühe unterziehen muss, das staatskirchenrechtliche Verhältnis zwischen der Weltreligion und Islam als dauerhaftes Phänomen unserer Gesellschaft und eben diesen besonderen Bedingungen, die auch das Grundgesetz definiert,
einmal grundsätzlich zu klären, weil man sich an vielen Stellen, man könnte es weiter ausholen, immer ein wenig mit Notbehelfen oder eben mit Vertragskonstruktionen hilft in anderen Ländern. Das ist etwas, dem man sich stellen muss, weil wir eben logischerweise hier eine belastbare Basis für die dauerhafte Zusammenarbeit auch zwischen dem Staat, seinen Institutionen und der Weltreligion Islam auf dem Boden unserer Verfassung, sowohl territorial, aber auch vom rechtlichen her, schaffen muss. Und das ist etwas, das ist sehr komplex. Ich habe noch eine Frage an Sie, Herr Germann, zur Ausstattung von der geplanten Beratungsstelle, was ist die Mitarbeiter ist da, wie meinen Sie jetzt die, die wir da im Moment ausschreiben? Macht das LKA, ne? Das macht das LKA, es ist mindestens täglich von 10 bis 16 Uhr im ersten Schritt angedacht. Das Ausschreibungsverfahren wird dann ergeben, was denn sozusagen die tatsächlichen Öffnungszeiten, was die tatsächliche Zahl der Mitarbeiter betrifft. Und wie viele Mittel stehen zur Verfügung dafür? Oder weiß man nicht? Ich glaube, es ist jetzt nicht im Kopf. Ja, 400.000 Euro. Und sitzt in München, oder? Die Beratungsstelle hat insofern eigentlich keinen so zentralen Sitz, als die ja vor Ort gehen soll und da im Wege der Primärprävention auf diejenigen zugehen soll, die deradikalisiert werden soll, aber auch im Umfeld. Beispielsweise Lehrer und Eltern am konkreten Fall mit ins Boot nehmen sollen. 400.000 Euro pro Jahr. Pro Jahr. Hm? Noch eine Frage an Herrn Brauchbach zu den muslimischen Seelsorgern. Es ist ja auch ein großes Problem, dass man eben Imame findet, die auf dieser Aufgabe gewachsen sind. Gibt es da Ambitionen, dass man seine eine Ausbildung für Seelsorger zum Beispiel auch anbietet oder also wir haben das, die Ambition, das auszuweiten, das Betreuungsangebot, hatten wir auch bisher schon. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit unserer zentralen Stelle und der Islamwissenschaftlerin noch stärker auf die in Frage kommenden Personen zuzugehen. Und in der Tat wird man sich danach Gedanken darüber machen, inwieweit man hier eine Art Fortbildungsangebot gibt. Auch die Gefängnisseelsorger der großen Konfessionen haben ja durchaus Tagungen, wo sie sich weiterbilden. Also das wird man dann sehen. Das dazu ist natürlich auch eine sehr sinnvolle Sache, dass wir jetzt diese zentrale Stelle haben mit einer Islamwissenschaftlerin an der Spitze. Okay. Ist jetzt keine weiteren Fragen. Dann herzlichen Dank für Ihr Kommen. Gut nach Hause. Okay.